Ja, hallo und willkommen bei meinem Let's Play Minecraft. Wie ihr sehen könnt, steht die Frühlingssonne hoch am Himmel, wie das ja zurzeit auch im echten Leben der Fall ist. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal an, ein kleines Häuschen zusammenzuschustern. Und dafür brauchen wir erstmal Holz. Bäume haben sich da als ideale Rohstoffquelle erwiesen. Und deswegen würde ich sagen, ziehe ich diesen Baum gleich mal den Stamm unter den Blättern weg und erzähle dabei einfach noch ein bisschen was. Es ist jetzt, glaube ich, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr her. Da habe ich schon mal Let's Plays gemacht, auch Minecraft und andere Spiele. Und dann habe ich aber irgendwann aus diversen Gründen aufgehört. Und jetzt fange ich damit nochmal an. Und der ein oder andere von euch wird sich jetzt vielleicht fragen, warum tut der das? Ja? Ist das Absicht oder... Nun, es ist ganz einfach. Ich habe Spaß daran. Beziehungsweise ich habe wieder den Spaß daran gefunden. Und das ist, denke ich, Grundvoraussetzung, wenn nicht gar das Wichtigste, wenn man Let's Plays macht. Und ja, vielleicht habt ihr auch ein bisschen Spaß dabei. Ich werde jedenfalls spielen. Ihr werdet zuschauen und euch dabei langweilen oder so. Das würde ich sagen, ist unser Deal. Das ist der Vertrag, der jetzt feststeht. Und da kommt ihr auf keinen Fall mehr raus. Ja. Gut, wir klopfen hier jetzt ein bisschen Holz weg, damit das auch reicht. Geht vor allem jetzt um einen kleinen Unterschlupf für die Nacht. Und vielleicht, ja, was ich noch gerne klären würde, was kommt im Let's Play vor, worum geht es? Ja, politisches Kabarett. Ne? Sozialkritische Themen auch und Omas beste Kuchenrezepte. Kommen nicht vor. Ja. Überraschenderweise, das wird jetzt vielleicht den ein oder anderen Zuschauer bereits verschreckt haben, aber da kann ich dann auch nichts dafür, wenn die Erwartungen an ein Let's Play nicht so ganz... ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Gut, ich werde jedenfalls alles tun, was ein Mann tun muss. Ich werde ein Haus bauen, ich werde einen Baum pflanzen, ich werde eine Menge blödes Zeugs labern und dann könnt ihr einfach nach einer Weile entscheiden, ob Kuchenrezepte nicht doch besser gewesen wären. Ja, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach da mal an. Was habe ich denn? 30, 31. Baum, da setzen wir gleich mal wieder hier hin. Und, ja, hier ist überall... Überall Wald. Ist, glaube ich, eigentlich egal, wo ich dann anfange. Mit dem Bauen, meine ich. Ah, da ist schon wieder so ein Setzling. Puff. Da ist ein Strand. Da hinten. Ja, Sumpfgebiet. Da ist übrigens, das wollte ich auch noch sagen, genau in der Zeit, in der ich jetzt nicht gespielt habe, beziehungsweise nicht gespielt, ist ja nicht richtig, die Zeit, was ist... Ach! Genau das wollte ich sagen. Da, das Häuschen da. Das erkläre ich gleich. Ich wollte nämlich sagen, es ist jetzt halt, wie gesagt, über ein Jahr vergangen. Ich glaube, ich baue das hier hin. Ja, ich glaube, ich baue das hier hin. Ja, ja. Es ist über ein Jahr vergangen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ist falsch, sondern seit ich das letzte Mal... Let's Play gemacht habe. Und in der Zeit hat sich natürlich einiges verändert. Das heißt, ich bin älter geworden. Und ja, auch reifer geworden. Kann man ja auch mal sagen. Und, ach ja, das hier wollte ich auch noch. Und es hat sich natürlich viel am Spiel verändert. Was es in meinen alten Folgen noch überhaupt nicht zu sehen gab. Ja, die Biome wurden, glaube ich, nochmal vergrößert. Es ist einiges dazugekommen. Die Dschungelbiome gab es damals noch nicht. Und Kreaturen sind, glaube ich, dazugekommen. Einige. Es sind... was ist noch dazugekommen? Ja, verschiedene Blöcke, glaube ich. Das Ende ist dazugekommen. Weiß nicht, ob man das auch noch irgendwann im Verlaufe des Let's Plays auch noch
gespielt kriegen. Und das hier ist eben auch eine Veränderung. Da wollte ich nämlich sagen, ach Sumpf, da gucken wir mal, ob wir da was finden. Nämlich Hexenhäuser. Ja. Und das scheint mir so ein Hexenhaus zu sein. Hatte da... Huch. Ich hatte da doch noch mehr. Ah ja, richtig. Gut. Ich mache hier jetzt erstmal so eine kleine Bude. Die muss ja nicht so klein bleiben. Das kann man ja im Spielverlauf alles noch vergrößern. Die Blätter weg und aber das wird sich alles zeigen. Da brauche ich jetzt gar nicht zu planen. Das bringt überhaupt nichts. Das hier reicht für den Anfang vollkommen. Huch. Hab mich jetzt erstmal nochmal zurechtfinden müssen, weil gut, ich muss dazu sagen, eine Zeit lang habe ich wirklich nicht gespielt. Oder kaum. Und dann gab es da auf einmal die ganzen Veränderungen. Dann, als ich das erste Mal wieder gespielt habe, musste ich sogar gucken, wie man das, das Inventar aufruft. Huch. Ja. Oder, beziehungsweise ja, nicht Inventar, also das hier. Ne? Hier ist ja das Inventar. Hey, nicht mit der Hacke hier. Aber das habe ich mir alles wieder professionell angeeignet und jetzt läuft das wie geschmiert. Zack, so. Das Grundgerüst steht, würde ich sagen. Ja, für einen Unterschlupf für die Nacht reicht das. Ich würde aber sagen, da mache ich doch ein kleines Fenster rein, damit es nicht gar so dunkel ist. Weil, nee, da muss noch einer drauf. Doch, muss noch einer drauf. Ja, kurz überlegt. Ja, sonst... Ja. Nö, ist nicht schlimm. Das macht überhaupt nichts. Nee, weil sonst sieht das nicht schön aus, wenn das hier dann direkt da, dann ist das so niedrig und das Fenster direkt da am Dach, weil das soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Was ist da? Ja, die Bäume sind ja auch überall im Weg. Ich hätte mir eigentlich auch können ins so ein kleines Baumhaus, aber das hätte ich Leitern machen müssen. Das ist für den Anfang einfach zu viel. Gut, die Sonne geht, glaube ich, so langsam schon unter. Das schaffen wir aber dann noch eine Decke reinziehen. Das haben wir doch direkt erledigt. Ja, Fackeln gibt es jetzt natürlich keine, ne? Schlecht. Ich müsste mich hier irgendwo noch reingraben. Vielleicht hier am Berg, da ist es vielleicht einfacher, weil ich brauche Steine. Ich würde... Auch, ich hätte auch gerne ein Schwert für die Nacht. Beziehungsweise hier mal nach unten graben, so ein kleines Stückchen. Hab jetzt natürlich auch keine Schaufel gemacht, also alles perfekt durchorganisiert. Und vielleicht finde ich ja zufälligerweise ein bisschen Kohle, vielleicht ist das Glück und Sold. Und wir können dann die Nacht ein bisschen erleuchten, weil sonst sieht man ja hier auch überhaupt nichts. Und so spannend ist das nun auch nicht, was ich zu erzählen habe, dass man da nichts mehr sehen müsste. Ja. Tja. Also ich glaube, wir kriegen Steine genug für 50 Schwerter. Aber Kohle... Sieht schlecht aus. Ich glaube, man sieht jetzt schon nicht mehr viel, ne? Wie sieht's eigentlich draußen aus? Wird langsam dunkel. Ja, die Sonne geht unter. Jetzt nicht die Orientierung gleich hier schon verlieren. Da ist unser Haus. Da ist auch Bambus. Die Sonne geht unter. Ist gerade hängen geblieben, ne? Ich sagte, die Sonne geht unter. Ja, sieht schön aus, ne? Übrigens, Texture Pack Misa 500.
das Hexenhaus werden wir, glaube ich, am nächsten Tag, also morgen, also hier morgen, besuchen. Jetzt muss ich noch kurz überlegen, eine Tür wäre nicht verkehrt. So, ja. Ja, muss da auch ein bisschen überlegen. Ofen mache ich auch noch. Weil ich ja, wie gesagt, das schon lange nicht mehr gemacht habe. Der Ofen nützt uns natürlich überhaupt nichts, weil wir können ihn ja nicht befeuern. Stein. Ah, ich mache noch eins. Sicher ist sicher. Denn ich bin ja doch ein bisschen... ein bisschen anfällig für Creeper besonders. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Jetzt muss ich überlegen, das ging das so? Ja. Damit man die Tür auch öffnen kann. Gut. Ja, Dach ist noch gar nicht drin, ne? Und da jetzt so eine Spinne. Ja, hier über die Bäume. Man weiß ja nie. Zack, zack und zack und... Hallo? Ach so, ich habe kein Holz mehr. Doch. So. Da, dass man den Sternenhimmel noch so ein bisschen sehen kann, das lasse ich mal noch offen. Huch, ach so. Hab hier die Tür-Dinger hingemacht. Ich zücke mal das Schwert und wage mich mal vor die Tür. Es ist verdächtig still.